wirklich eine super Aussicht von da oben. Jo, willkommen zu Teil 2 zum großen YouTube-Abenteuer in Hamburg, wo wir alles Mögliche gesehen haben. Und unter anderem eben Tanja Schumann, die war einfach mal da auf der Reeperbahn. Wo denn sonst? Und hat da mal irgendwelche Personengruppen rumgeführt, den Leuten was gezeigt, hier und da. Und gesagt, da musst du unbedingt reingehen und das ist toll und so weiter. Die jobbt da anscheinend irgendwie einfach. War ziemlich interessant einfach mal. Die aktive Dame von RTL Samstagnacht oder die etwas weniger aktive Dame vom Dschungelcamp da live zu sehen. Und ansonsten waren wir unterwegs und sind ins Musical. Da muss man natürlich rein, wenn man in Hamburg ist. König der Löwen war ziemlich cool, cooles Bühnenbild. Und ansonsten haben wir noch abends das Schanzenviertel unsicher gemacht und haben da plötzlich von jetzt auf gleich kam irgendwie laute Musik. Und aber seht doch einfach mal selbst. Leute hier im Miniatur Wunderland in Hamburg. Sehr, sehr cool. Es ist halt super viel Liebe zum Detail, was die Leute hier gemacht haben. Guckt mal selber hier. Groß und klein kommen ja auf jeden Fall auf ihre Kosten. Hier zum Beispiel eine riesengroße Bahnanlage. Das Coole ist auf jeden Fall, dass man immer hier so kleine Knöpfchen drücken kann. Also zum Beispiel hier, Freilichtbühne, drücke ich jetzt hier den Knopf. Und dann gucken wir mal, was passiert. Drücken wir mal das Windrad. Nein. Gut, da scheint ein Zug entgleist zu sein. Ein Mitarbeiter ist hier sehr hektisch auf und ab gelaufen.